egal ob im Display des Motorrads selbst oder vielleicht per Smartphone-Halterung am Lenker oder mit dem Navigationsgerät im Cockpit oder ganz oldschool mit der Papierkarte am Tankrucksack. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, um am Motorrad zu navigieren. Aber bei jeder dieser Möglichkeiten muss man den Blick von der Straße hinunter auf das Gerät senken. Und das kann potenziell gefährlich werden. Wie wäre es, wenn ich alle Informationen immer im Blick hätte? Wie gut funktioniert das überhaupt? Ich habe für euch das D-Vision Head-Up-Display von Tilsberg getestet. Servus und grüß euch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Wir sind hier im Raum Barcelona unterwegs. Hier haben wir quasi unser Winterquartier, wo wir schon ganz früh in der Saison die ersten Tests und Vergleiche mit den Motorradneuheiten 2023 machen. Abonniert am besten jetzt gleich den Kanal, um auch nichts davon zu vergessen. Aber in all dieser Zeit habe ich noch ein Nebenbei-Projekt gehabt, nämlich das hier, dieses Head-Up-Display. Und ja, ich kann jetzt schon die ersten kritischen Stimmen hören. Heutzutage Technologie überall, schon komplett überlaufen. Prinzipiell natürlich, wenn man Purist ist, dann wird man auch damit nicht glücklich werden. Aber ich habe, nachdem ich so viel Freude mit meinem Cardo PacDog Edge Kommunikationsgerät habe, habe ich mir gedacht, da habe ich ein bisschen so diese Offenheit für elektronische Geräte und Systeme bekommen. Und deswegen war ich eigentlich ganz gut gespannt darauf. Was ist denn die Grundidee? Eigentlich im Zentrum steht der Sicherheitsgedanke, nämlich eben es zu verhindern, dass man von der Straße wegschauen muss. Weiß nicht, ob ihr schon in der Situation wart, schreibt es in die Kommentare, ob ihr auch schon so Erlebnisse hattet. Mir ist es aber auch schon passiert. Dichterer Verkehr auf der Autobahn in der Nähe von Wien, der Verkehr staut sich schon ein bisschen so. Ich habe die Navigation rennen, meistens halt eben über das Handy hier. Ich habe eine Quadlock-Moto-Halterung und da mache ich mir dann meistens einfach nur entweder Google Maps, wenn ich einfach nur von A nach B möchte, oder Kalimoto, wenn es eine schöne Ausfahrt werden soll. Und das hatte ich auch damals so und ich fahre eben auf dieser Autobahn, schaue runter, in welchen Fahrstreifen ich mich einordnen muss und in genau diesem Moment gibt es vorne, jemand bremst, der Verkehr staut sich zusammen und als ich wieder aufblicke, sehe ich nur mehr Bremslichter und muss voll reinzangeln, damit ich nicht mich im Heck des Autos vor mir finalisiere. Ist nochmal gut gegangen, nichts passiert, aber wer weiß, wie oft es nicht passiert ist oder wie oft es verhindert hätte werden können, wenn man alle Informationen stattdessen im Blick hat. Was muss denn, bevor man zur, wie gut das funktioniert, selber dazu kommen, reden wir darüber, was man denn alles braucht, um das Ganze zum Laufen zu bringen. Prinzipiell, das Gerät von D-Vision sieht so aus. Das ist nur 44 Gramm schwer oder leicht und diese Head-Up-Technologie, das funktioniert eigentlich nur über eine Spiegelung. Man kennt es vielleicht von modernen Autos, zum Beispiel ich kenne es von einem BMW, wo dann vorne über, vom Fahrer quasi auch über die Windschutzscheibe wird die Information gespiegelt. Und genauso funktioniert es hier. Hier drinnen ist eigentlich das Display und dann stellt man sich, wenn man das so vor Augen hat, man kann das auch ganz leicht rein- und rausgeben, stellt man sich den richtigen Winkel ein, damit diese Spiegelung von hier oben schön ins Blickfeld projiziert wird. Das Ganze muss natürlich auch montiert werden und die Montage funktioniert ziemlich deppensicher, weil ich bin technisch echt kein großer Held, aber es gibt ja halt die unterschiedlichsten Helme und an und für sich, es gibt auch, glaube ich, eine Liste mit all den mit D-Vision kompatiblen Helmen, aber sie haben so eine, man hat in der Packung so eine kleine Anleitung, wo man sich mit Ja- und Nein-Fragen zur richtigen Montageoption durcharbeitet. Meine war eh schon die anspruchsvollste Variante, denn ich habe hier so quasi zuerst Stoff und dann durch diese Belüftungen dieses HJC-Klapphelms eine relativ komplizierte Geometrie. Da muss man dann schon den größten Eingriff machen, wenn man so will, und mit so einer, das ist sowieso wie nennt man es? Plastilin oder so eine Knet.
Paste, die man da richtig positioniert und dann diesen Adapter draufdrückt und in 24 Stunden ist das dann ausgehärtet. Für Helme, die zum Beispiel voll mit Stoff sind oder eine harte Oberfläche haben, gibt es dann andere Optionen und das Ganze wird dann einfach per QR-Code in dieser Anleitung, kann man das scannen und dann kommt man zu Videoanleitungen, zur schriftlichen Anleitung. Also wirklich, wirklich sehr, sehr einfach, finde ich, gemacht und die Montage war dementsprechend überhaupt kein Problem. Und wenn man sich das dann montiert hat, kann man dann das einfach so jederzeit von dieser Adapterplatte per Magnet dran heften oder wieder wegnehmen. Und alles, was es dann noch braucht, ist die App dazu. Kostenlose App muss man sich runterladen und die verbindet sich dann über Bluetooth mit dieser Basisplatte und schon kriegt man alle Informationen hier angezeigt, beziehungsweise alle Informationen. Was wird denn überhaupt angezeigt? Der Fokus ist natürlich die Navigation. Man hat dafür vier verschiedene Layouts, wie man sich die Navigation und dann noch ein paar extra Informationen dazu anordnen möchte. Man kann das auch ein bisschen personalisieren, dass man sich zum Beispiel Geschwindigkeitsanzeige oder Speedlimit oder andere Daten ausblendet. Prinzipiell die Hauptdaten sind die Navigation in der Mitte und zwar ist das eine Turn-by-Turn-Navigation, das heißt, wir haben keine 3D-Karte vor uns, sondern man sieht immer nur für das jeweilige, die Kreuzung zum Beispiel oder den Kreisverkehr, welche Abzweigung man jetzt nehmen möchte. Und zusätzlich gibt es oft noch das Speed Limit, zum Beispiel die verbleibenden Kilometer in der Tour, verbleibende Fahrzeit oder Ankunftszeit und auch die gefahrene Geschwindigkeit. 12 Stunden lang soll der Akku halten, in 4 Stunden ist er wieder aufgefüllt und ich hatte auch bei unseren durchaus recht langen Drehtagen nie das Problem, dass mir hier der Strom ausgegangen wäre. Wenn man die Navigation macht, dann startet man sie am Handy und man braucht eine Internetverbindung für den Zeitpunkt der Routenberechnung. Wir verwenden jetzt seit kurzem die Karte vom Provider Sigic, keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber es ist der gleiche Kartenprovider wie von TomTom. Und am Anfang braucht das Handy eben kurz Internet, um die Route zu berechnen und danach aber kann man natürlich auch in eine Gegend fahren, wo dann die Internetverbindung abbricht und man wird trotzdem noch weiter geleitet. Kommen wir jetzt dazu endlich, wie gut funktioniert das denn? Zuerst Blickfeld. Stört das denn hier im Blickfeld? Und nein, finde ich nicht, denn man hat hier zur Ausrichtung, hat schon dieser Basisadapter, wenn man ihn reinklebt, so gewisse Markierungen, wo, an denen man sich orientieren kann, damit das in der richtigen Position ist. Und wenn das dann in der richtigen Position ist, dann blickt man, wenn man geradeaus blickt, nicht durch das Glas, sondern ich blicke knapp links daran vorbei. Das heißt, wenn man fährt, hat man einen freien Blick. Man blickt einfach nur in die leere Luft. Wenn man aktiv fährt und man fängt an sich zu bewegen und hin und her zu schauen, dann stört das oder hat es mich auch nicht gestört, denn durch diese Spiegelung sehe ich die Information ja nicht auf Höhe des Glases, sondern viel weiter vorne, steht quasi hier so im Raum. Und dadurch, dass das auch alles relativ minimalistisch designt ist, diese Navigationsanweisungen, außer man stellt das um, man kann sie sich auch permanent anzeigen lassen, aber prinzipiell sind die auch nur in gewissen Abständen, da immer, man wird quasi vorgewarnt und während diesen Warnungen, zwischen den Anweisungen, hat man aber quasi ein leeres Feld, wo außen ein paar Informationen angezeigt werden, in der Mitte ist es aber frei. Das heißt, auch so fand ich, war es keine Einschränkung und gleichzeitig aber, wenn ich fahre, dann reicht dieser kleine Blick, um dieser kleine Schwenk mit den Augen, um die Informationen zu erfassen und man muss nicht extra runtersehen. Diese Basisplatte, finde ich, hat mich auch nicht wirklich eingeschränkt in der Sicht, außer bei zwei Motorrädern, nämlich bei der Ducati Street Fighter V2 einmal, einem sehr sportlichen, nach vorne orientierten, nach vorne gerichteten Motorrad und mit dieser buckligen, nach vorne geneigten Sitzposition, da hat das begonnen, ein bisschen das Sichtfeld einzuschränken und genauso war es auch hier auf der KTM 890 Adventure R, die einen relativ niedrigen Lenker hat und im Stehen dann beim Offroad-Fahren hatte ich auch das, dass das rechte Auge dann schon hier durch den dickeren Teil der Basisplatte durchblickt. Bei den Motorrädern, glaube ich, wo man es aber hauptsächlich verwendet oder in dem Einsatzzweck, nämlich Navigation, wo man dann nicht auf Angriff ist, sondern aufrecht sitzt, vielleicht bei Reisemotorrädern, da passt das aber perfekt. Kommen wir jetzt endlich zur Navigation. Wie gut funktioniert die?
Zuerst muss ich über Turn-by-Turn-Navigation allgemein sprechen. Nämlich, die hat, finde ich, schon vom Grundkonzept dieser Art der Navigation gewisse Nachteile, gerade in so einem Raum, in so einer Gegend wie Barcelona. Nämlich Turn-by-Turn, eben nur pro Abbiegevorgang wird die Anweisung gezeigt. Und das sind halt dann, wird angezeigt durch generische Symbole. Man hat, ihr werdet das hoffentlich sehen, das war wirklich, oder es ist nicht leicht, das hier einzufangen, da man es ja nur von der einen Seite sehen kann und hier im Helm so wenig Platz ist. Aber ich hoffe, wir haben die Aufnahmen geschafft, dass ihr sehen könnt, wie das aussieht. Und eben diese generischen Pfeile sagen mir dann an, in 50 Metern muss ich rechts abbiegen zum Beispiel oder im kommenden Kreisverkehr die vierte Ausfahrt. Das Problem ist nur, gerade zum Beispiel in Barcelona, eine Riesenstadt, ein Ballungsraum von 5,6 Millionen Menschen, da biegen dann halt rechts nicht eine Straße, sondern vielleicht drei ab in unterschiedlichen Winkeln. Und bei Turn by Turn weiß ich dann einfach nicht, welche ich denn nehmen muss, weil diese Anweisungen einfach nicht präzise genug sind und man gleichzeitig aber nicht, wie bei der 3D-Karte, eine Ansicht, einen Stadtplan hat, quasi, wo man sehen kann, okay, der Pfeil oder die Linie möchte, dass ich die dritte dieser drei rechten Straßen nehme. Das fehlt halt einfach und das kann auch das Division nicht anders machen, da es nun mal Turn-by-Turn-Navigation verwendet. Und gerade Barcelona hat echt viele kleine Abzweige in den Kreisverkehren, gibt es irrsinnig viele auch so kleine Wege, die abzweigen, wo man da nicht weiß, zählt das Navigationssystem diese Straße als Ausfahrt aus dem Kreisverkehr oder nicht. Es war also wirklich nicht so einfach. Vor allem, wenn man sich nicht einmal das Handy in Kombination, dass man sagt, ich verwende es in Kombination, die Navigationsanweisungen im Head-Up-Display und gleichzeitig aber lasse ich mir auch die Karte, die Navigation auf der Karte in der App einfach parallel laufen. Das geht nicht, weil sich der Bildschirm verdunkelt in der Tilsberg-App, auch wenn die Karte aktiv ist. Es ist nicht wie bei Google Maps, dass der Bildschirm aktiv bleibt. Das heißt, man muss sich nur mit dem zurechtfinden und das war nicht immer ganz leicht. Kommen wir jetzt zur Tilsberg-spezifischen Navigation. Wie hat die funktioniert? Auf der Landstraße finde ich eigentlich wirklich gut, weil da gab es dann eben nicht mehr diese übertrieben vielen Optionen, wo ich abbiegen könnte. Und da waren die Anweisungen eindeutig genug. Das hat praktisch funktioniert. Da habe ich es auch echt genossen, gar nicht runterschauen zu müssen. Vor allem ein großes Plus finde ich auch, ist die Geschwindigkeitsanzeige, die noch dazu natürlich auch wie die Karte auf GPS-Basis funktioniert. Das heißt, wir haben nicht die immer etwas überhöhte Geschwindigkeitsanzeige im Tacho, sondern wir sehen wirklich ganz genau anhand der GPS-Daten im Auge, wie viel wir wirklich fahren, tatsächliche Geschwindigkeit und daneben das Speed Limit. Das heißt, wenn ich mir mal nicht sicher war, habe ich einfach nur schnell rüberschauen müssen und habe genau gewusst, bin ich im gefährlichen Bereich oder ist noch alles im Grünen. Die ersten Probleme sind dann aber aufgetreten, als wir zum Beispiel mit der 890 Adventure R und der Yamaha Tenere 700 ein bisschen so eine Adventure-Ausfahrt machen wollten. Und da wollte man halt dann nicht mehr die großen, allseits bekannten Straßen verwenden, sondern waren halt eher auf der Suche nach kleinen Wegen. Vielleicht auch was Geschottertes oder ein Erdweg, von denen es ja durchaus viele hier in Katalonien gibt, aber die sind halt logischerweise eher abgelegen. Und hier hatte dann ein bisschen die Karte oder die Kartennavigation von dem Division Head-Up Display seine Probleme, hat die kleinen Wege nicht gefunden, wollte uns immer quasi rundherum leiten. Da konnte Google Maps zum Beispiel einfach besser die Route berechnen. Jetzt das TomTom Navis habe ich auch schon verwendet, sind prinzipiell nicht schlecht. Ich habe sie aber allerdings, muss ich zugeben, noch nie im so eben Adventure-Offroad-Einsatz verwenden wollen. Deswegen weiß ich nicht, ob das einfach an der Karte selber liegt. Wie man sich hier ein bisschen Abhilfe schaffen kann, es ist möglich, sich eine GPX-Datei eben per App auch aufzuspielen und dann zu verwenden. Das heißt, da könnte man sich einfach im Vorhinein über irgendein Programm einen GPX-Track erstellen und dann das verwenden. Wir haben dann einfach kurz über Google Maps uns die Route gesucht, sind eingefahren und haben dann wieder das Division navigiert, dann übernimmt das, sobald es sich wieder auskennt. Das geht schon und wenn es einen gerade stört, einfach hochklappen und weg ist es. Funktioniert übrigens auch die Bedienung mit den Handschuhen ganz gut. Mit Kalimoto soll es auch noch eine Kooperation geben ab Mitte März, dass man dann sogar Kalimoto integrieren kann in Division. Das stelle ich mir dann ganz spannend vor, weil Kalimoto habe ich auch jetzt echt oft auf Motorradtouren, Ausfahrten verwendet und das wird dann noch einmal spannend, wie gut das in Kombination funktioniert.
Mein erster echter Kritikpunkt ist aber oder liegt am Layout. Prinzipiell, es gibt eben diese vier Layouts, einmal City, Minimalist, wir haben Navigator und der Explorer. Je nachdem, welches man auswählt, hat man unterschiedliche Informationen, ein bisschen unterschiedlich angeordnet. Ich war meistens aber in der Navigator-Variante unterwegs, im Navigator-Layout, weil das zusätzlich zu den Navigationspfeilen unten auch noch eine Spurenanzeige hatten sollte. Und jetzt kommen wir aber zum ersten Kritikpunkt, die funktioniert nicht wirklich, zumindest nicht hier in Barcelona, wobei ich mir nicht sicher bin, ob alles zu 100% funktioniert hat, wie es sollte, denn teilweise hatte ich den Eindruck, dass diese Pfeile nicht so ganz angezeigt wurden, wie sie eigentlich hätten angezeigt werden sollen, denn es war teilweise, ist mir vorgekommen, als wäre nur ein halber Pfeil dort angezeigt, teilweise war die Beleuchtung etwas komisch, dass ich verstanden habe, was ist denn jetzt gehighlightet, was ist hervorgehoben, was ist die Spur, die ich nehmen soll. Das Ganze ist dann besser geworden, nachdem ich mir die Sprachkommandos aktiviert habe. Die sind nämlich schon eine Hilfe, gerade am Anfang, um das System, um dieses Layout mal zu verstehen. Dann hat es auch echt funktioniert, nachdem ich das gemacht habe. Dennoch, es bleibt dabei, dass dieses Layout, vor allem das Navigator-Layout, eher unintuitiv ist und es schon ein bisschen Einarbeitungszeit braucht, um zu verstehen, wie sagt mir denn dieses System, welchen Fahrstreifen ich nehmen soll. Man kann sich dann auch einstellen, wie früh sollen diese Vorwarnungen kommen. Man kann sich einstellen, möchte man eine Tempowarnung haben, ab x km/h, die man über dem Tempolimit ist, gibt es ein akustisches Signal. Man kann sich auch teilweise Informationen einblenden oder wieder ausblenden. Wie auch immer, die Grundnavigation war teilweise ein bisschen verwirrend, aber es funktioniert dann dennoch. Mit bisschen reinfuchsen, mit bisschen akzeptieren, dass das halt teilweise ein bisschen zu Fragezeichen-Situation, nenne ich es mal, führt, gerade in der Stadt, wenn man dann, es heißt rechts abbiegen, man weiß nicht, wohin man muss. Wenn man das mal akzeptiert hat und sich darauf eingelassen hat, es springt dann ja eh wieder um. Die Route wird neu berechnet und man kommt schon immer noch ans Ziel, aber es wirkt einfach noch nicht so zu 100% ausgereift, diese Anweisungen. Das Layout dieser Anweisungen schaut auch zum Beispiel anders aus in der App, als dann wirklich im Auge. In der App schaut es noch ein bisschen aufgeräumter auf. Da schauen diese Spuranweisungen, diese Spurwechselanweisungen deutlich klarer aus, als es dann im Endeffekt war. Ich hoffe, vielleicht wird dann noch ein bisschen das aufgebessert. Es gibt aber auch regelmäßige Updates. Jetzt vor kurzem war es ein größeres. Das heißt, da könnte sich ja noch was ändern. Kommen wir also zu einem Fazit. Tragekomfort, finde ich, geht voll okay. Praktisch ist es auch. In der Sicht stört es nicht und die Navigation funktioniert so lange gut, solange die Gegend nicht zu verwinkelt wird, die Optionen, die links und rechts abbiegen, nicht zu viele werden. Ich sehe es vor allem interessant für Fahrer, die schon ein bisschen technikaffin sind und die sagen, ja, ich möchte das gerne mal ausprobieren. Wenn man die Chance hat, das auszuprobieren, würde ich das auch jedem prinzipiell empfehlen, denn es ist schon interessant, es erweitert, finde ich, ein bisschen so den Horizont beim Motorradfahren. Und wenn man noch ein bisschen das Layout verbessern würde oder es vielleicht sogar wirklich einmal schafft, eine 3D-Navigation hier zu implementieren, dann sehe ich das dann als wirklich interessant, weil prinzipiell ist mir das schon aufgefallen, dass ich wesentlich weniger den Blick von der Straße genommen habe und einfach fokussierter fahren konnte. Ich hoffe, dieser kleine Test hat euch gut gefallen. Was haltet ihr vom Division Head-Up Display? Sagt ihr, ja, kann mir schon vorstellen, dass das gut funktionieren kann, nützlich kommen kann, oder na, am Motorrad, ich bin Purist, ich mache es lieber so wie schon früher, ohne zu viel Elektronik mit im Sattel. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, lasst mir einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat, und ich sage danke fürs Zuschauen. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal und Baba, adios amigos.